Polenreise mit der Lyriklein. Das wohl schnellste Verkehrsmittel, um von Deutschland aus ins Lyrikland Polen zu gelangen, ist die Lyriklein, die 1999 vom Haus für Poesie gegründete und gemeinsam mit verschiedenen Partnerinstitutionen betriebene Online-Plattform für internationale Dichtung. Die Plattform wird als kulturelles Brückenprojekt im Netz gelobt, das Dichtung über Grenzen und Sprachbarrieren hinweg für jedermann zugänglich und verständlich macht. Ich versuche, diese Brücke zu überqueren. Eine Suchanfrage auf Lyriklein nach dem Stichwort Polen ergibt eine Liste von 17 Namen. Die Suche nach polnischsprachigen Gedichten ergibt 168 Gedichte eine derselben 17 Namen. Sprach- und Nationengrenzen überschneiden sich. Die Geburtsorte liegen fast sämtlich im heutigen Polen. So entsteht der Eindruck einer Lyriknation. Bis auf knappe biografische und literarische Erläuterungen bietet Lyriklein keinen Reiseführer durch die 167 Gedichte, von denen 104 ins Deutsche übertragen sind. Also suche ich selbst in den Übertragungen nach einem solchen Wegweiser und finde ihn in der Selbstreflexion von 11 der 17 Lyriker und Lyrikerinnen. Wie bei einer echten Reise kann ich nicht alles besichtigen. In den lyriktheoretischen Gedichten erscheint Poesie mit einer einzigen Ausnahme eher negativ. Sie ist unerreichbar, mangelhaft, abwesend, fragwürdig, verletzend oder gar tödlich. Doch lassen sich Generationen- und geschlechterspezifische sowie andere Unterschiede erkennen. Der älteste und kürzlich verstorbene Dichter, Adam Zagajewski, setzt das Dichten einer langen Tradition folgend dem Leben entgegen. Andere vergeuden offensichtlich nicht ihre Zeit. Während ich arbeite, suchen sie Abenteuer auf der Erde und im All. Die vom Dichter ersehnten poetischen Bilder sind eine Sommerfantasie im Winter. Es gäbe diese Bilder, wenn überhaupt, dann zusammengerollt und versteckt wie der Sommeranzug im Winter, wenn Frost den Mund verletzt. Dennoch ist das lyrische Ich letztlich zufrieden mit seinen begrenzten Ausdrucksfähigkeiten, die von unendlichen Ambitionen genährt werden. Vielleicht ist es gut, dass mir so wenig gelingt. Aber ich höre doch, wie der erste Schnee pfeift, höre die sanfte Melodie des Tageslichts und das bedrohliche Grollen der großen Stadt. Ich trinke aus kleiner Quelle. Mein Durst ist größer als der Ozean. Tadeusz Dąbrowski begreift die Vorstellung, dass Poesie dem Leben widerspricht, als überholt, indem er sie mit einer Fledermaus vergleicht. Früher nahm man an, es ernähre sich von menschlichem Blut. Aber es begnügt sich mit Fliegen, einem Maikäfer, einer Motte. Das zeitgenössische Gedicht ist laut Dąbrowski nicht nur genügsam, sondern auch selbstreflexiv. Es ist blind, es sendet Signale, empfängt Signale. Man könnte sagen, es hört allein sich selbst. Eine Alternative zum in sich kreisenden Gedicht findet Dąbrowski in einer Erinnerung an das Kindheitsspiel, mit Steinen nach Fledermäusen zu werfen. Das zeitgenössische Gedicht sei ein solcher Stein. Es versucht also, seine Abgeschlossenheit zu durchbrechen. Wie Zagajewski diagnostiziert Adam Wiedemann den Verlust einer sonnendurchfluteten Poesie. Diese ist aber nicht mehr sein Ideal. Er lobt das Schreiben über Dunkelheit als Flucht aus dem Arbeitsalltag. Dieses Gedicht hier bezieht sich auf das Vorhergehende. Die Sonne hat kein Gesicht, vor allem heute nicht. Das Vorhergehende hat Urlaub genommen. So konnten wir unseren Arbeitsplatz verlassen und direkt ins Dunkel blicken. Eine Sehnsucht nach Poesie jenseits von Alltag und Tradition treibt auch Jacobi Manstein. Er verortet sie im Haschischrausch. Sein bekiffter Protagonist kontrastiert eine nette Metapher für die Abenddämmerung. Die Hochhaussiedlungen rollen ihre warmen Zungen ein mit einem leckeren Bild für die Dunkelheit. Hinterm Fenster geliert die Heidelbeermarmelade. Und dann erklärt er:
Gedichte unterscheiden sich von der Poesie durch die Niederschrift. Denn die Poesie hat noch keiner aufgeschrieben. Aber er fühlt sie eben jetzt. Selbstverständlich ist diese Rauschfantasie auch nur aufgeschrieben. Bei Eugenius Dagdzichtschindiski entsteht Poesie aus der Bewusstseinsveränderung der kopfkranken Mutter. Die weißen Pulver schluck nicht, wie meine Mutter, welche später unter meinem Namen erbrach die Inhalte von manchen Gedicht. Keiner kommt dichterisch zur Welt ohne Wehen. Ausdruck eines religiös oder moralisch gefärbten Schmerzes ist die Lyrik für Jacek Pociadlo. Eine Eisscholle knistert, lässt sich treiben im Fluss. Gemahlene Zähne und Fäuste zum Schluss. Aber eine Sache, die möglich sein muss, die Sprache so zu verdichten, dass ohne Verlust Platz darin wäre, für die Scham, das Unglück und den Verdruss. Die Poesiezweifel der Lyrikerinnen unterscheiden sich von denen der Lyriker, indem sie sich nicht auf die Dichtung im Allgemeinen beziehen, sondern auf das eigene Gedicht oder Gender. Die älteste, vor 9 Jahren verstorbene, Wisława Szymborska, fragt nach der Wahrhaftigkeit ihres Gedichts Perspektive. Das Gedicht beschreibt einen Abschied, dessen Darstellung es anschließend in Zweifel zieht. Und ich, nur einen Moment lang sicher, was ich sah, versuche jetzt in einem Gelegenheitsgedicht euch, den Lesern, einzureden, das sei traurig gewesen. Bronko Nowicka schreibt von dem Traum eines Du, den ein alter Mann als Diebstahl identifiziert und der droht, diesen Traum gewaltsam entziehen zu wollen. So ein Traum kann unmöglich in dir entstanden sein, sagt der alte Mann. Du musst ihn geklaut haben. Vergiss nicht, dass das Ziehen eines Traums aus einem Dieb durch Pferde oder Ochsen früher die schlimmste Folter war. Marta Podgorniks an sich selbst zweifelnde Dichterin demontiert auch noch ihre Zweifel. Vorgestern habe ich mit Rafael Julio Iglesias gehört und wollte die Literatur schon aufgeben, weil auf Du in deiner Welt wäre ich nie gekommen selbst. Zum Teufel mit diesem Gedicht, dieser hypokritischen Hymne. Bald schreibe ich noch, dass ich mich leicht fühle, frei wie eine Kugel im Flipper. Agnieszka Wolny-Hamkalo bringt die Gendergrenzen zum Fließen. Wie bei Sagajewski und Wiedemann ist die poetische Sonne verdunkelt, aber in weiblich konnotierten Haushaltsmetaphern. Die Sonne wie Nudel zerkocht im trüben Wasser. Eine angeklatschte Fliege betäubt. Wolkenschaum, Fitz, Knäuel, Kot, Schlitzer im Text. Für Joanna Müller schließlich, die anfangs genannte Ausnahme, ist die Poesie nicht verschwunden, schmerzhaft, mangelhaft, rauschhaft oder tödlich. Poesie ist verkörpertes Leben. In Cardio-Akkorde erkennt die Lyrikerin im Schreiben die Möglichkeit, in verschiedensten Lebenssituationen die Rhythmen des Herzens zu erkennen. Schließlich ist es die sichere Bewegung des Schreibers, der die Herzachse zeichnet, den Aderkegel. Es ist der erste gesegnete Ton und der Barmherzigkeitsstrom fließt aus dem Innern. Statt Poesie dem Leben entgegenzusetzen und zu überhöhen, verortet Müller sie im Körper. Endet das im Lyrikinfarkt? Und war ich gerade im Lyrikland Polen? Ich glaube, ich bin im grenzüberschreitenden Ozean der lyriktheoretischen Diskussionen zwischen polnischen Inseln herumgeschwommen.